Willkommen zurück zu Let's Play Elements Destiny Origins. Im letzten Part haben wir einen ganz schönen Cliffhanger gemacht lassen, nämlich Lia hat Pat gefragt, warum jetzt entscheidend Dunkelheit herrscht, obwohl eigentlich nur, ja, obwohl der Elementargeist der Dunkelheit ja mit Pat verbunden ist, und er will uns die Frage jetzt beantworten. Sache ist, ich muss das jetzt nachspielen, denn irgendwie hat sich meine Festplatte, während ich den letzten Part aufgenommen habe, verabschiedet. Und da hat die dann einfach gesagt, nö, ich zeig dir das jetzt nicht mehr. Warum auch immer. Naja. Eine interessante Frage. Lasst sie mich euch beantworten. Zudem haben wir noch Tracy dem Tod überlassen. Aber naja. Die Kraft der Elemente unterscheidet sich grundlegend bei Tieren und Menschen. Menschen sind nicht dazu in der Lage, die Naturgewalten zu kontrollieren. Und ich denke, dass das auch gut so ist. Doch Tiere hingegen. Sie sind dazu in der Lage, mit in einem bestimmten Rahmen die Kräfte der Elemente zu verwenden. Jedenfalls, sofern es in ihrer Natur liegt. Wesen der Meere sind mit der Kraft des Wassers ausgestattet. Wesen der Lüfte beherrschen den Wind. Dies lässt sich auf alle Elemente übertragen. Bloß uns Menschen ist es vorenthalten, solche Fähigkeiten von Geburt an zu verwenden. Zwar gibt es Menschen, die diese Kräfte tief in sich verborgen tragen, doch sie müssen erst erweckt werden, durch den passenden Elementargeist. Mit anderen Worten, Dämonen zählen zu den tierischen Wesen, die ihr Element von Natur aus verwenden können? So ist es. Und genau das macht sie so gefährlich. Dämonen sind Wesen der Dunkelheit. Sie können sie kontrollieren, sie beherrschen. Doch anders als Tiere haben sie die Möglichkeit, wie ein Mensch zu denken und zu handeln. Das macht sie unberechenbar, wie man hier unschwer erkennen kann. So, genug der Abschweifung, kommen wir wieder zum Eigentlichen. Der Tempel der Schöpfung, richtig? Wir müssen den Weg zum Tempel der Schöpfung öffnen. Nur so können wir Triton noch retten. Aha, und wie soll das gehen? Tja, ich weiß es nicht. Genial. Nicht so schnell. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht weiß, wie wir es herausfinden können. Hier steht es geschrieben. Stimmt, da war eine Schrift, die wir nicht lesen konnten. Was? Na dann liest doch vor, was da steht. Wenn ich könnte, hätte ich das längst getan, meinst du nicht? Nun ja, ich bin mir absolut sicher, dass einer von euch dazu in der Lage ist, das hier zu lesen. Ja, Lia kann das nämlich lesen. Und zwar mit der Fähigkeit des Gedankenimpulses. Lies einfach vor, was dort steht. Reich der Schöpfung, Reich der Unterwelt, Portale des Diesseits. Die übernatürlichen Reiche unserer Welt sind nicht für jeden zugänglich. Nur die wenigsten vermögen es, die Pforten zu öffnen und einzutreten. So gibt es zwei Portale, die den Weg zu je einem dieser sonderbaren Reiche zeigen. Doch wer vermag sie zu öffnen? Triton, gesegneter Ort der Schöpfung, heilige Göttin der Elemente, bitte zeige uns den Weg. Nur ihr und die Elemente können die Pforten zum Heiligen Reich der Schöpfung öffnen. Bündel der Energien der Elementare im Zentrum der Kathedrale, um das Portal zu öffnen. Schad, finsterer Ort der Unterwelt, heilige Göttin der Elemente, bitte zeige uns den Weg. Nur ihr und... Halt, das reicht. Mehr müssen wir nicht wissen. Chris, würdest du... Was? Ach so. Ja, Moment. Ich bin mir sicher, dass damit diese Stelle gemeint ist. Wir sollten also dazu in der Lage sein, das Portal hier in Triton zu öffnen. Das Portal befindet sich also direkt in Triton. Natürlich. Was glaubst du, warum ich sonst ausgerechnet Triton als Ausgangspunkt ausgewählt habe? Bis eben wusste ich bloß nicht, wie wir dieses besagte Portal öffnen können. Doch das wäre ja nun erklärt. Schon komisch, dass ausgerechnet Triton sein erstes Ziel war, wo sich doch hier dieses Portal befindet. Naja. Hier steht noch wesentlich mehr geschrieben. Wo sich das Portal zur Unterwelt befindet, ist für uns nicht von Bedeutung. Ich sagte eben, dass wir alles Nötige bereits wissen. Das meinte ich nicht. Hier weiter unten steht noch etwas ganz anderes. Es sieht so aus, als wäre es erst später geschrieben worden. Na und? Noch mehr unwichtige Informationen, die uns nicht zu kümmern brauchen.
Habt ihr schon vergessen, warum wir hier sind? Wir müssen Diaboros vernichten und Triton mit Hilfe des Schöpfungskristalls retten. Also Pat ist definitiv auf den Schöpfungskristall aus. Ich finde, dass sie auch vorlesen sollte, was dort noch geschrieben steht. Triton ist bereits mit Dunkelheit bedeckt. Wir können also nicht mehr zu spät kommen, denn wir sind es bereits. Also, was spricht dagegen, wenn du sie weiter vorliest? Passt es nicht zu deinen Kalkulationen? Hast du das Ganze anders geplant? Die anderen mögen dir blind vertrauen, aber glaub nicht, dass ich das ebenso tue, Pat. Du verhältst dich äußerst seltsam, bei jeder Begegnung. Und dennoch bist du hier. Das wird interessant. Na schön. Worauf wartest du, Lia? Komm, lies vor, was dort noch steht. Wenn wir unserer guten Freundin Erika damit einen Gefallen tun können, dann machen wir das doch gerne, oder? Oh, ja, sicher. Ich weiß nicht, wie lange ich noch dazu in der Lage sein werde, klar zu denken. Deswegen beeile ich mich mit dem, was ich nun schreiben werde. Sie haben meine Frau getötet, und ich bin kurz davor, einer von ihnen zu werden. Bitte, ihr Heiligen der Kathedrale, kümmert euch um meine neugeborene Tochter. Auch wenn die Dämonen nun wieder abziehen, so braucht sie jemanden, der sich um sie kümmert. In diesem Zustand werde ich nicht mehr dazu in der Lage sein, für sie da zu sein. Ich merke bereits, wie meine Erinnerungen schwinden. Ich bin Erzold, Anführer der Kreuzritter Tritons, und ich habe den großen Schattenzug erlebt. Du musst dich hier verstecken. Was auch passiert, du bleibst hier. In Ordnung? Wieso erwarte ich eigentlich, dass sie versteht, was ich sage? Sie ist noch ein Baby. Hab keine Angst, Papa kommt bald wieder. So, und ihr seht schon. Ich hatte da schon den Spielstand, hier wird sein Kopf abgeschnitten. Wir haben hier Erika, wir spielen Erikas Vater. So viel kann man, glaube ich, jetzt schon sich denken. Denn wenn ihr genau hinschaut, das ist auch das Haus, in dem Erika gelebt hat. Es gibt immer mehr Opfer. Ich muss ihren Anführer finden. Das ist die einzige Möglichkeit, diesen Wahnsinn zu stoppen. So, ich weiß auch schon, wo ich hin muss. Und, ja, ich zeige trotzdem mal einen Kampf. Denn Erzold ist ziemlich krass drauf. Der hat ein paar krasse Techniken. Spiralschwertangriff mit gesegneter Klinge verursacht Lichtschaden. Klingensturm richtet massiven Schaden, insbesondere gegen Dämonen an. Und das greift auch alle Gegner an. Und noch ein paar andere gute Angriffe. Und ihr seht schon hier 9000 Schaden. Das ist... Der Typ ist einfach total krass drauf. Allerdings bekommen wir keine Erfahrung. Deswegen können wir hier eigentlich einfach weitergehen. Und wir können auch das Menü nicht öffnen. Wenn wir eher sind gerade. So. Natürlich müssen wir in die Kathedrale. Wohin denn noch sonst? So, dann wollen wir noch mal sehen, wer hier wartet. Gehen Sie nach oben, Sir. Ich glaube, dort befindet sich Ihr Anführer. So, dann wollen wir doch mal sehen. Wer denn diesmal an der Orgel steht? Ist es? Warum? Warum passiert nichts? Einer hat es geschafft, bis hierher vorzudringen. Wer bist du? Erzold, Anführer der Kreuzritter Tritons. Und ich bin hier, um diesen Wahnsinn endlich zu beenden. Ich nehme an, du bist der Anführer dieser Kreaturen. Ist es so? Mein Name ist Nemesis. Und du liegst richtig. Ich bin der Anführer dieser Dämonenarmee. Willst du mich jetzt umbringen? So wie dir, deine Freunde und Verwandte? Bastard. Ja, so geht's auch. Kennt man der vielen Worte, was? Schweig! Ihr habt viele meiner Freunde und Kollegen getötet. Auch meine Frau habt ihr nicht verschont. Ich werde sie nicht zurückholen können, aber ich kann mich immer noch für sie rächen. Okay, der Kampf beginnt auch gleich. Wir wurden auch wieder geheilt komplett.
Das war meine größte Sorge, als ich das zum ersten Mal gemacht habe hier. Wir sind machtlos. Okay, das hat er beim letzten Mal nicht gegen mich gemacht. Oh, das ist aber echt ziemlich scheiße. Wir können aber auch unsere Items verwenden. Was ich beim letzten Mal nicht wusste. So. Und ich habe halt keine Ahnung. Ah ja, okay. Doch, er hat so einen Mega-Angriff, der uns einfach killt. Ob man gewinnen kann, das wollte ich probieren. Nein. Ich muss sagen, er war stärker als andere von seiner Sorte. Naja, wie auch immer. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Beim letzten Mal habe ich mich sogar besser angestellt, so gesehen, aber da war ich nicht machtlos zwischendurch. Warum reagiert dieses Portal nicht? Ich befinde mich doch hier in Triton. Oder etwa doch nicht? Nein, ich habe mich nicht gehört. Das hier ist mit Sicherheit Triton. Dies ist die Kathedrale Tritons. Und da das so ist, sollte hier auch... Verdammt, die gleiche unleserliche Schrift. Die gleiche? Es hilft alles nichts. Das Einzige, was ich nun rausgefunden habe, ist, dass dieses Portal offensichtlich anders funktioniert als, das in Shard. Was könnte es sein? Die Elemente. Sind es die Elemente? Das könnte durchaus sein. Dann habe ich allerdings ein Problem. Ich bin wohl doch etwas zu unvorbereitet an die Sache rangegangen. Aber gut, das wird mir nicht noch einmal passieren. Die kommende Zeit werde ich damit verbringen, Nachforschungen anzustellen. Und wenn ich das nächste Mal wiederkomme, bin ich vorbereitet. Egal wie lange es dauert. Was soll das? Willst du dich nun einfach davon machen? Na sowas, du lebst ja noch. Ich mache es dir nicht so leicht, du Monster. Du kannst dich kaum noch auf den Beinen halten. Außerdem werde ich nun gehen. Der Schattenzug ist vorbei. Du... Mir kommt da gerade eine Idee. Du hast alles verloren, oder? Früher oder später könnte ich dich gut gebrauchen. Du hast kämpferische Qualitäten, mein Freund. Immerhin konntest du nahezu problemlos meine Wächter ausschalten. Verreck doch! Den Gefallen kann ich dir leider nicht tun. Jedoch werde ich dir nun eintun. Den vermutlich größten deines Lebens. Was? Und hier kam mir die Erkenntnis. Ah! Denn dieser Erzold, der wahrscheinlich Erikas Vater ist. Er ist Diaboros. Ich nenne dich Diaboros. Zugegeben, nicht besonders kreativ. Aber was soll's? Das ist schon ein Name. Ich bin Diaboros. Eine willenlose Marionette. Meine willenlose Marionette. Mir kommt langsam so ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht Pet Nemesis ist. Du hast ein paar Minuten, um dich zu besinnen. Komm danach nach draußen und folge mir. Noch kann ich dich zwar nicht gebrauchen, aber das wird kommen. Ganz sicher. Weil Pet benutzt ja Diaboros eben so gesehen auch. Und er kann sich anscheinend auch in die Unterwelt teleportieren. Das war's dann wohl. Ich muss ihn aufhalten. Irgendwie muss ich ihn aufhalten. Doch ich selbst werde dazu jetzt wohl nicht mehr in der Lage sein. Die Nachwelt. Sie muss davon erfahren. Na, schnell. Wenn ich diese Kathedrale verlasse, bin auch ich bloß ein Sklave Nemesis.
Ich bin nicht mehr dazu in der Lage, diesen Ort zu beschützen. Die Kreuzritter wurden geschlagen. Zurück bleiben nur die wenigen Überlebenden. Unter ihnen auch meine kleine Tochter. Bitte beschützt sie, damit wenigstens sie ein unbeschwertes Leben führen kann. Schützt sie und euch selbst. Irgendwie. Es tut mir leid, ihr Heiligen. Es tut mir leid, Triton. Es tut mir leid. Erika. Spätestens jetzt ist es wahrscheinlich sehr offensichtlich. Was? Es tut mir leid? Erika? Ist Diaboros? Ist Diaboros mein Vater? Ich weiß es nicht. Aber wie? Wie kann das sein? Niemals! Nein, das muss ein Zufall sein. Sagt dir denn der Name Erzold nichts? Wenn er wirklich dein Vater ist, dann kennst du doch bestimmt den Namen, oder? Nein, der Name wird dir gar nichts sagen. Die Frage kann sogar ich dir beantworten. Niemand hat dir je von der Vergangenheit erzählt. Sie weiß gar nichts, denn Fragen zu ihren Eltern wollte niemand beantworten. Das Einzige, was wir hörten, war, wie der Bürgermeister einmal über den Schattenzug sprach. Aber auch da wussten wir bis eben nichts Genaueres darüber. Ach, so ist das. Erika, ist alles in Ordnung mit dir? Diaboros ist... Hey, es ist bestimmt so, wie du gesagt hast. Alles bloß ein Zufall. Hoffe ich. Wenn du nun darüber nachdenkst, machst du dich bloß verrückt damit. Bitte, Erika. Diaboros ist gar nicht die Ursache für all dies. Was? Wie bitte? Ihr habt gehört, was Lia dort vorgelesen hat. Diaboros war nicht der Dämon, der den großen Schattenzug von damals anführte. Das ist ein anderer gewesen. Dieser Nemesis. Und dieser hat aus dem Menschen Erzold den Dämonen Diaboros geschaffen. Dieser Erzold nun wirklich mein Vater war? Ehrlich gesagt möchte ich da gar nicht drüber nachdenken. Es ist wie du sagtest, Rika. Das würde mich bloß verrückt machen. Erika. Allerdings... Gibt es da etwas anderes, über das ich mir schon Gedanken mache? Du hast uns belogen. Die ganze Zeit über waren wir im Glauben, dass dieser Diaboros unser Feind ist. Doch über den wahren Gegner, über den hast du kein Wort verloren. Willst du mir ernsthaft sagen, du hättest nichts von all dem gewusst? Bisher wusstest du doch immer über alles genauestens Bescheid. Na, jetzt geht's aber zu hier. Da muss ich dich enttäuschen. Ich bin mindestens genauso überrascht wie ihr. Vielleicht ist dieser Nemesis längst tot. Wer weiß das schon? Und wenn immer seine Augen so groß werden, das sieht dann echt schon bescheuert aus. Falls diese Geschichte überhaupt wahr ist. Ah, der hat aber auch so leicht blaue Augen. Das könnte echt der Typ sein. Du glaubst, sie sei erfunden? Für mich klingt das Ganze jedenfalls ziemlich unglaubwürdig. Da wird sich wohl jemand einen dummen Scherz erlaubt haben. Ziemlich viel Aufwand für einen kleinen Scherz, nicht wahr? Meine gute Erika, du scheinst einige Dinge vergessen zu haben. Hast du denn schon deinen Traum vergessen? Den Traum, den wir alle bis vor kurzem noch träumten? Das Zeichen war klar und deutlich. Diaboros ist die Wurzel des Übels. Zudem haben selbst die Elementargeister gesagt, dass dieser Dämon dieselbe Aura ausstrahlt wie jener vor 17 Jahren. Was du ja irgendwie hingekriegt hast, weil du irgendwie deinen Elementargeister unterdrückst. Dass du mir nicht vertraust, habe ich mittlerweile begriffen. Aber vertraust du nicht einmal den Elementargeistern? Ja, weil die anderen Elementargeister das leider nicht wissen. Du, hör mal, ich sag das wirklich nicht gern, aber ich glaube, er hat damit gar nicht zu Unrecht. Oh je, das Ganze wird immer verworrener. Wir sollten uns alle erst einmal beruhigen und wieder zur Besinnung kommen. Ich glaube, die letzten Ereignisse gingen nicht spurlos an uns vorbei. Lia hat recht. Wir sollten alle erst einmal wieder einen klaren Kopf bekommen. Ganz besonders du, Erika. Nun denn, mittlerweile wissen wir alle, was wir zu tun haben. Also sollten wir nicht noch mehr Zeit verschwenden. Endlich, wurde ja auch mal Zeit. Sind wir uns auch alle einig? Wir werden nun alle gemeinsam das Portal zum Tempel der Schöpfung öffnen. Oder gibt es irgendwelche Einwände? Ja, Hauptsache wir hören endlich damit auf, dumm in der Gegend rumzustehen.
Hab auch nichts einzuwenden, denke ich. Ich bin bereit. Ja, ich bin auch dazu bereit. Angst ist jetzt wohl fehl am Platz, Prinzessin. Ich bin jedenfalls auch soweit. Wir können so lange wir wollen über diese Geschichte diskutieren. Und es würde nichts dabei herauskommen. Deswegen bin ich ebenfalls dafür. Erika? Die mal wieder. Ist gut. Ich bin ebenfalls dafür. Wunderbar. Dann sollten wir sofort beginnen. Sonst taucht noch Diaboros auf. So, und an dieser Stelle beenden wir den Part. Und das ist auch die Stelle, an der ich selber aufgehört habe zu spielen. Beim letzten Mal, wo ich auch beim letzten Mal den Part beendet habe, weil durch die Cutscenes passt das so ziemlich von dem Timing her. Also, wollen wir dann im nächsten Part dann das Portal öffnen? Und mal sehen, was dann passiert. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ich glaube, Pat ist einfach nur dem Schöpfungskristall hinterher. Aber wir werden sehen. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.